herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Mal wieder aus Valedale. Und zwar machen wir jetzt unsere drei täglichen Handarbeits-Crafting-Aufgaben von Farah. Und zwar müssen wir einmal Kräutertee, eine Würste und Seife herstellen. Ich habe alle Zutaten schon beisammen. Wie ihr seht, habe ich noch 12 Färberröte, 9 Kamille, 13 Moos, 6 Goldmelisse und 9 Flachs. Ach ja, und 6 Jute. Also alles in ausreichender Menge vorhanden. Und dann machen wir mal den ersten Kräutertee. Wo bist du denn? Seife, Bürste, Jutesack, Kräutertee. Hier, einmal Kräutertee, zweimal Kamille in einen Kräutertee wechseln. So, dann brauchen wir noch einmal natürliche Seife. Und zwar einmal Flachs, einmal Kamille, einmal Goldmelisse. Bitte einmal vermanschen und eine natürliche Seife erhalten. Macht irgendwie auch sehr, sehr viel Sinn, dass die Verpackung da auch gleich mit dazu kommt. Aber gut, und wir brauchen noch eine Bürste. Und für die Bürste geht einmal Jute und einmal Moos drauf. Auch interessant. Aber gut, man muss nicht alles verstehen. Sorry. Also, wir haben unsere drei Sachen eingesackt oder hergestellt. Und dann gucken wir uns mal schnell an, wo das Zeug denn hin muss. Und zwar, Herr Kott braucht Kräutertee. Gut, der steht unterhalb vom Leuchtturm. Konrad braucht eine Bürste. Das ist der Schmied Konrad. Und Yu braucht natürliche Seife. Der ist auf Südhof. Und um das Ganze zu beschleunigen, benutzen wir den Abholservice zurück in meinen Heimatstall nach Südhof. Speziell für die Fahrermissionen hat sich das schon sehr, sehr bezahlt gemacht, den Heimatstall auf Südhof zu haben, weil man sich sehr, sehr viele Wege spart. Also, hallo Yu, wir tauschen einmal 100 Schillinge, dann 100 Fahrerpunkte gegen 200 Schillinge und einmal Seife. So, das zweite geht an den Herrn Kott, der unterhalb vom Leuchtturm von Fort Pinter steht. Oder da, Leuchtturm zwischen Mollet und Fort Pinter. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, diese Fischermissionen hängen mir jetzt auch langsam zum Hals raus, weil die irgendwie immer ewig dauern. Aber mein Ruf beim Fischerclub ist auch noch nicht so wirklich arg hoch. Ich bemühe mich, aber irgendwie sind diese Bemühungen noch nicht so ganz weit fortgeschritten. Im Moment bemühe ich mich in erster Linie, den Gartenruf, Gärtner des Weinguts, irgendwie ein bisschen zu verbessern. Aber das dauert auch noch eine ganze Weile. Ich kann es euch hier ja mal zeigen. Ich kann ja nebenbei weiter galoppieren. Gärtner des Weingartens. Ja, ich brauche noch gut 15.590 Punkte. Und hier irgendwo, bevor ich jetzt einmal mich über den Pferdemarkt komplett platt mache und die Schlucht stürze. Ja, Glückwunsch. Ich bin eins zu früh abgebogen. Ja, ich muss da durch. So, hier geht's durch. Dann kommt man auch wieder da an, wo man hin will. Ach, und wir nehmen, weil es so schön ist, auch noch gleich einmal Stabflachs mit. Stabflachs. Bitte nehmen wir mit. Über dieses Flachs stolper ich nämlich irgendwie jeden Tag, weil ich jeden Tag diese Strecke hier reite, weil ich jeden Tag was von Fahrer zu Herrn Kott bringe. Also einmal über die Mauer gesprungen und dann geht es hier hinten noch ein bisschen weiter. Also, was habe ich gerade gesagt? Herr Kott, ne, Gärtner des Weingartens. Ah ja, Fischerclub. Schauen wir mal, ob wir die hier auf die Schnelle finden. Ja, sonst sind viel für grobe Pinter. Ja, bla. Hier, Jörbik Fischerclub. Ja, 17,50. Es könnte schlechter sein, aber es könnte natürlich auch besser sein. Also, wir geben einen Kräutertee ab und kassieren 170 Schillinge. Und hier ist noch eine mit einem sehr nice Outfit. Lass mal schnell ein Outfit gucken. Mal wieder vorbei, lass mal dein Outfit angucken. Ja, nice. So. Also, gucken wir mal schnell das Outfit an, weil diese Satteldecke, ups, nehmen wir die andere Seite. Sehen wir irgendwas?
Nee, komm schon, ich will nicht hinter die Hütte verschwinden. Okay. Pech gehabt, würde ich mal sagen. Allerdings habe ich diese Satteldecke selber, die hängt auf Goldtail drauf. Und, ups, wieder falsche Tastenkombination. Wir machen uns jetzt noch schnell einmal auf den Weg zu Konrad, zur Moorland-Schmiede. Und zwar dieses Mal wirklich zur Schmiede, weil ich letztes Mal auch irgendwas abgeben musste. Ich glaube sogar einen Jutesack bei Konrad und ich habe Herrgott gelesen. Hab das dann hier unten abgelegen und bin wieder planlos durch die Gegend geheizt. Aber dieses Mal direkt zur Moorland-Schmiede ohne irgendwelche komischen Kreuz- und Quersabstecher. So, hier ist die Schmiede. Man könnte auch eigentlich unten rechts mal auf die kleine Karte gucken und einfach unten einen neuen Marker setzen, aber zu schlau war ich bis jetzt noch nicht. Also, wir geben eine Bürste ab und erhalten 170 Schillinge, das ist doch sehr schön, und weitere 100 Punkte bei Farah. Also, es würde mich interessieren, ob ich hier Farah auch sehe. Naja, im Übrigen, falls einer weiß, wie man im Shopping Center mehr Punkte kriegt, bitte in die Kommentare, weil mich das auch so ein bisschen nervt, genauso wie bei Wolf Hall Inn. Ja, mir war da irgendwie noch nicht zu holen. Fischerclub. Farah. Jorvik, Jallaheim, Waldblätter. Ja, also Goldspur Dundul, vorne sind jetzt Familien. Nee, okay. Schade. Aber gut, dass wir das jetzt auch wissen, dass Farah da gar nicht aufgeführt ist. Jetzt gucken wir mal, ob wir schon einen Level weiter gestiegen sind bei Farah oder ob wir irgendwie immer noch bei 4 rumhängen. Komm, geh doch mal bitte in den Pferdetransporter. Nicht immer kreuz und quer, sondern geh doch da bitte rein. So, Vale Dale Village, wo bist du? Hier. Also, zurück nach Vale Dale. Gucken wir mal, wie das so ausschaut. Und dann werden wir morgen weiter craften, weiter handarbeiten, um irgendwann mal weiterzukommen. Weil ich persönlich, ich sehe es nicht ein, dass ich schneller bei Farah weiterkomme, wenn ich andauernd hier 10 Kräuter von der gleichen Sorte spende. Also immer noch nicht. Weil man könnte hier jetzt auch Zeug spenden und dann bekommt man 50 Punkte. Habe ich irgendwas, was ich spenden kann? Wenn, dann Moos. Weil Moos ist das, was man irgendwie am meisten bekommt. Okay, dann spenden wir einmal Moos. Und hoffen mal, dass es gereicht hat. Ja, es hat gereicht. Gott sei Dank. Level 5. Weg des Lehrlings Nummer 4. Bei den Druiden hier in Vale Dale fühle ich mich so willkommen, aber hier geht auch viel vor sich, das ich nicht verstehe. Wenn es irgendetwas gibt, das ich tun kann, um dabei zu helfen, Jörvik zu einem sicheren Ort zu machen, wäre ich sofort dabei. Ich hoffe, das wissen Sie. So wie ich weiß, dass ich auf deine Hilfe in den Werkstätten zählen kann, haben wir zusammen schon so viel erreicht, Yuka. Also, wir quatschen nochmal mit Farah an. An den Arbeitsstationen findest du neue Anleitungen für Ausrüstung. Die Entwürfe stammen von meiner Oma. Das ist doch sehr, sehr nice. Dann gucken wir mal. Ignorieren mal kurz, dass bei Überfahrer noch ein Ausrufezeichen hängt. Und gucken mal hier schnell. Okay, wir können jetzt Gamaschen craften. Das ist ja nice, weil hier das Bosal habe ich schon gemacht. Dann craften wir doch mal ein Gamaschen. Okay, wir brauchen noch 5-mal lila Stoff. Das lässt sich einrichten. Also noch 5-mal lila Stoff machen. Und Handschuhe und Kappe gab es vorher schon. Also noch 5-mal lila Stoff. Gucken wir mal, wie schnell das geht. Hä, wieso ist der Kräutertee schon wieder? Den habe ich aber abgeliefert. Ja, doch, Kräutertee habe ich abgeliefert. Also lila Stoff. Ich brauche 2-mal Flachs und 1-mal Goldmelisse. Okay, ich merke schon, 5-mal geht sich nicht aus, weil ich habe nur noch... Ich habe jetzt keine 8-mal Flachs mehr, aber wir sehen das gleich, wie schnell wir unseren Flachs aufgebraucht haben. Und eventuell muss ich dann doch nochmal schnell Flachs sammeln gehen, um eben dieses Video hier fertig zu kriegen. Aber das sehen wir gleich. So, Nummer 3 an lila Stoff. Damit das ja auch hoffentlich passend zu unserem Bosal passt. Weil ich habe ja auch schon das Bosal der Handarbeitsheldin gemacht.
also mit dem Lila. Und möchte halt jetzt eben auch die Gamaschen dazu machen. So, und jetzt gucken wir mal. Ta-da-da-da. Ich habe nur noch einmal Flachs. Mist! Elendiger. Okay, also, sorry. Ich muss jetzt noch einmal Flachs sammeln gehen. Und dann passiere ich euch jetzt mal schnell und gehe einmal Flachs sammeln. Und wir sind so gut wie zurück bei Riverside Werkstatt. Und zwar habe ich mittlerweile sogar dreimal Flachs gefunden. Ich habe einfach mal wieder meine übliche Runde über die Eberwindfelder gedreht. So, jetzt suche ich gerade lila Stoff. Hier. Also, das müsste das fünfte Stück lila Stoff gewesen sein. Und damit können wir jetzt unsere Gamaschen craften. Schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Gamaschen der Handarbeitsheldin. Ja, ich habe 5-mal lila Stoff und ich habe noch 5-mal Jute. Passt. Nehmen wir. Und wie gucken die jetzt aus? Okay. Was es noch gibt? Okay, das sind dann die der Kunsthandwerkerin und das sind dann noch der kreativen Künstlerin. Okay, also, wo ist mein Inventar? Inventar macht dich auf. Stopp! Stopp, stopp, stopp. Wo ist denn? Was? Champagnerfarben Gamaschen von Rick Stemper? Wo habe ich denn die her? Okay, ich habe hier mal wieder was Neues, wo ich keinen Plan habe, wo es herkommt. Minzfarben? Ah, hier, Gamaschen der Handarbeitsheldin. Dann gucken wir uns die doch jetzt gleich mal an. So, einmal ran. Einmal ein bisschen heller, bitte. Tageszeit. So, ein bisschen näher ran. Und die sehen irgendwie aus wie Schützer. Irgendwie sehen die aus wie Schützer, anstatt wie Gamaschen. Okay, also eine halbe Hufglocke ist noch dran. Ups, das ist ein bisschen arg nah. Ein bisschen weiter weg, bitte. Ein bisschen weiter weg. Hallo, ein bisschen weiter weg. Ah, okay, da ist ein Stein im Weg. Okay, gut. Dann müssen wir doch bei dieser Seite bleiben. Also das sehen Gamaschen. Aber wenn das hier vorne eine Haarschale sein soll, das hier mit der weißen Umrandung, dann haben sie die falsch rum drauf gemacht, weil wenn das eine Haarschale ist, dann gehört die nach hinten und der Elastik-Gummi-Einsatz nach vorne. Aber wir sind jetzt mal nicht ganz so kleinlich. Auf alle Fälle passt das farblich zusammen und das finde ich richtig, richtig nice. Also, wir haben unsere Gamaschen gecraftet. Wir fragen jetzt nochmal schnell Farah, was sie denn jetzt noch gerne an uns weitergeben würde. So, geöffnet. Ei, 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 was für eine Überraschung. Ich habe schon eine Weile keinen Pieps mehr von Tobi gehört. Ich hoffe, es geht ihm gut. Schauen wir mal nach. Okay, und wo müssen wir hin? Wieder zu dem Baum da drüben. Schätzungsweise müssen wir wieder hier rüben, wieder zu dem Baum. Müssen wir nochmal kurz gucken, ob wir auf Farah warten müssen. Nein, müssen wir nicht. Huti, Huti, Huti. Was ist los, Tobi? Keuch. Cheep, cheep, cheep. Tobi, du hast ein wunderschönes Ding, alle. Tobi, du hast das wunderschönste Ding von allen erschaffen. Ein Baby! Glückwunsch, Tobi! Wenn das Küken erstmal groß ist, wird es ganz schön voll in der Werkstatt. Und gibt es genug Mäuse für zwei? Huti, 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 das ist eine tolle Idee. Tobi sagt, wenn das Baby ausgewachsen ist, könntest du ihm doch ein neues Zuhause geben, Yuka. Hä? Ich will aber keine Eule als Haustier. Es wird noch etwas dauern, bis das Küken das Nest verlassen kann. Bis dahin hilfst du mir weiter in der Werkstatt. Ja, das habe ich sowieso vor. Okay, also, wir können dann, wenn wir wahrscheinlich bei Farah komplett Level 12 erreicht haben, ihr seht es hier oben, dann eine Eule adoptieren. Aber ganz ehrlich, davon bin ich jetzt nicht so ganz begeistert. Ja, vielleicht sieht das ein oder andere von euch anders, aber ich bin davon nicht begeistert. Trotzdem würde ich jetzt sagen, wir beenden dieses Video hier und wir sehen uns im nächsten wieder, wenn Jay und Jayong Speed in Jorvik unterwegs sind. Ciao und Servus!